Nach dem Champions League aus der Bayern geht es jetzt in die 30. Runde dieser Bundesliga-Saison. Und mal schauen, ob uns da auch weiter Spannung erwartet. Frohe Ostern und vor allem sind die Spiele deswegen 5 am Samstag und 4 am Ostersonntag. Blasphemie, da werden doch Ostereier gesucht. Aber zunächst die Dortmunder, die spielen am Samstag gegen Wolfsburg zu Hause mit 1,52 klarer Favorit. Dabei haben die Wölfe jetzt ja im letzten Spiel einen Befreiungsschlag gelandet mit dem 4:0 gegen Bielefeld. Sind die Dortmunder hier vielleicht ein bisschen überbewertet oder siehst du hier die Dortmunder im Vorteil? Beide Mannschaften haben mich positiv überrascht beim letzten Spieltag. Dortmund hätte ich nicht so ein relativ souveränes 2:0 in Stuttgart zugetraut und den Wölfen auch kein easygoing 4:0 gegen Bielefeld, denn die brauchen ja auch alle Punkte, die beiden abstiegsbedrohten Stuttgarter und Bielefelder. Also beide im Formhoch sozusagen. Schade, hätte Dortmund ein paar mehr Ostereier gehabt, dann hätten wir vielleicht eine spannende Saison Meisterschaftskampfrunde, aber die haben einfach schon zu viel gestrauchelt und die Schwächephase der Bayern gerade kann man offensichtlich nicht ausnutzen. Zum Spiel, schwierig. Ich glaube ja weiterhin nicht daran, dass Dortmund jetzt einfach so beim Berg ist und jetzt mal Ruhe da in den Karton reinbekommt. Ich glaube, das wird noch eine schwierige letzte Woche für den Rose und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also ich tippe hier so ein bisschen eher auf ein enges Ding und das würde dann auf Wettsicht wer für Wolfsburg unentschieden sprechen? Das wäre krass, wenn die Wölfe hier einen Unentschieden reißen würden. Darauf würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt setzen, nur weil sie jetzt mal gegen Bielefeld gewonnen haben. Das ist in dieser Saison der eine oder andere Mannschaft auch gelungen. Deswegen ist mir hier dieses eigentlich ein Handicap auf Wolfsburg mit 1,25 noch ein bisschen zu gefährlich. Kann es natürlich verstehen, aber ich gehe davon aus, Dortmund gewinnt das. Knapp, vielleicht 2-1, aber ja. Dann ist es trotzdem Schwachsinn, auf den Außenseiter zu setzen. Zumindest nicht für Geld, aber genau. Chancenlos also sind die Wölfe nicht. Wären natürlich beide Treffen vielleicht bei einer Quote von 1,7 eine Möglichkeit, aber auch darauf würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Sicher genauso. Also für mich ist das Ergebnis so 2-1 oder 1-1 und dann würde das halt aus Asian Handicap-Sicht Sinn machen, aber Geld würde ich auch keins draufsetzen. Würdest du bei Augsburg gegen Hertha Geld draufsetzen? Felix Magath-Effekt scheint ja schon wieder verpufft zu sein. Wahnsinn, oder? Herbe Schlappe gegen die Eisernen, trotz Felix. Jetzt habe ich ein Bild von ihm gesehen, wo er auf dem Fahrrad ist. Keine Ahnung, ob das die Truppe so motiviert. Und Felix Magath sagte, glaube ich, auch schon, bei Berlin stimmt es nicht so richtig. Das ist ein Team, aber keine Mannschaft. Und ich glaube, das haben auch schon 4, 5 Trainer davor herausgefunden. Deshalb keine große Erkenntnis. Und jetzt haben wir Augsburg zum ersten Mal mit so einer heftigen Favoritenquote. Das kann ja nur schief gehen. Ja, weil wahrscheinlich schon. Außerdem sollte man die Hertha definitiv noch nicht abschreiben, weil auch dieses 3-0 gegen Hoffenheim hat ja gezeigt, was sie können. 2-1 gegen Leverkusen verlieren ist auch keine Schande, aber dieses Derby, ja, einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Und ja, dass man dann wirklich sich so demütigen lässt und mit dem Radl fährt, das finde ich natürlich... Das hat ein Felix Magath nicht verdient. Ich finde, Radlfahren geht gar nicht, wie man da so ausschaut. Also unfurchtbar, da sage ich immer. Vor allem dann am schlimmsten die Leute mit so einem Helm auf. Also da sage ich echt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich setze sowas nicht auf. Aber gut, jeder muss wissen, wie er seine Freizeit verbringt. Ich verbringe sie jetzt nicht mit einer Wette auf Augsburg, wie du schon gesagt hast. Ich denke, Value ist bei Hertha, Double Chance, 1,98. Man kann nicht davon ausgehen, dass Augsburg jetzt hier klarer Favorit ist. Auch interessant, ein Unentschieden mit einer 3,66. Sollte man vielleicht mal im Hinterkopf behalten, meine Freunde. Weil dieser Spieltag einige sehr enge Spiele bringen wird. Und das ist auch ein Kandidat, wo du nicht wirklich sagen kannst, wer gewinnt, meiner Meinung nach. Beide treffen kein Gedanke, aber wie gesagt, entweder Double Chance auf Hertha oder ein X. Kannst du dich mit etwas von dem anfreunden? Mehr als alles andere. X2 oder Asian Handicap plus 0,5 auf Berlin finde ich Bombe. Glaube auch hier auf 0-0 oder 1-1 tatsächlich. Aber da würde ich mir trotzdem noch die Zweierquote mit einem Hertha-Sieg absichern. Na gut, also Quote 1 oder Zweierquote ungefähr für die Double Chance Hertha. Dann schauen wir mal. Mainz gegen Stuttgart, auch ein Unentschieden-Kandidat? Oder sagst du, die Mainzer sind ja so bombenstark zu Hause?
Das schon, aber Stuttgart braucht es mehr. Mainz ist ja so ein bisschen im Niemandsland jetzt der Tabelle angekommen mit ihrem kurzen Höhenflug wieder. Dann gab es die Niederlagen. Sie haben jetzt gegen Köln eine hohe Führung verspielt, noch 3-2 verloren. Da ging unser Tipp zum Glück auf. Aber hier sehe ich auch unentschieden. Ich glaube, du willst heute mal wieder auf unsere berühmte 2 aus 4 System unentschieden wette. Da könnte das hier ein guter Pick sein. Naja, aber im Grunde wäre das ja fast schon eine Wette auf die Stuttgarter und das noch auswärts. Wir haben ja hier ein Spiel, da scheiden sich die Geister. Mainz, die viertbeste Heimmannschaft, erst 8 Gegentore zu Hause bekommen. Auf der anderen Seite die Stuttgarter, die auswärts gerade mal einen Sieg haben. Also allein schon, wenn du dir das vergleichst, muss man eigentlich auf Mainz setzen. Und da sagst du, der Trend is not your friend, oder wie? Da sage ich, Stuttgart schon 6 Unentschieden auswärts und Mainz nicht in der Bestform. Ja, das ist ein Argument für ein X. Nichtsdestotrotz, in einem Tippspiel würde ich auch auf Mainz tippen. Knapp vielleicht, aber ist halt ein Unentschieden-Spieltag wahrscheinlich. Aber Einzelwette würde ich hier auch nicht platzieren. Sehr wahrscheinlich. Freiburg, Bochum, das ist auch ein Spiel der beiden vielleicht überraschendsten Teams in dieser Saison. Freiburg klopft ja nach wie vor an die Champions League. Das wäre eine Sensation, wenn die das schaffen würden. 3 Punkte Rückstand auf Leipzig, die ja im direkten Duell gegen Leverkusen spielen. Also Pflichtsieg für Freiburg. Da haben sie aber die Rechnung ohne die Bochumer gemacht, die allerdings auch so viel besser sind, als man sie eigentlich erwartet hätte. Jetzt ein 0-0 gegen Leverkusen geholt, davor Hoffenheim besiegt und einfach immer mal wieder gut dafür, dass sie einen raushauen. Deswegen eigentlich untippbar auf einen Freiburg-Sieg, meinen Augen. Ja, wenn man jede Saison für sich selber sehen würde, dann würde ich jetzt auch Freiburg als Überraschungsmannschaft sehen. Aber aufgrund der letzten Jahre, wie die da schon performt haben, da waren sie eigentlich immer vorne mit dran, so zumindest einstelligen Tabellenplatz locker mit Blick zur internationalen Bühne. Und dementsprechend ist für mich Bochum die größere Überraschung. Aber ich glaube, dass Freiburg tatsächlich so viel Blut geleckt hat. Sie haben nicht nur den Protest gegen Bayern beantragt, sind ja nicht stattgegeben worden. Jetzt haben sie auswärts gegen Frankfurt gewonnen. Und dementsprechend werden sie jetzt auch weiter punkten und gegen Bochum gewinnen. Da gibt es für mich eigentlich keine zwei Meinungen. Aber die Quote passt halt überhaupt nicht, weil ich sehe aufgrund der Form von Bochum das eher so eine 2-2er-Quote, ehrlich gesagt. So 2-1 auf Freiburg, fände ich fairer. Das finde ich auch. Und so gesprochen hat das Unentschieden ja auch ein Value. Du sagst zwar, Freiburg gewinnt und ich sage auch, ich will, dass Freiburg gewinnt. Und ich sage auch, die müssen gewinnen. Aber ich sage auch, Bochum ist ein dickes Brett zu bohren und nicht chancenlos. Diese 4,2er-Quote finde ich persönlich sehr attraktiv, würde ich in eine 2-4er-X-Systemwette gerne einbauen, aber ist natürlich die Frage, ob du sagst, das ist zu sicher, dass die Freiburger gewinnen. Nein, also irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Also in einem Tippspiel definitiv und trotzdem sollte man von Value ja immer so beim Wetten reden und wenn man schon sagt, wir sehen die faire Siegquote auf Freiburg viel höher, dann ist es ja im Umkehrschluss die Wette auf die andere Seite. Das stimmt und das ist ja auch der große Unterschied zwischen Tippen und Wetten. Tippen kannst du alles scheißegal, beim Wetten geht es halt nun mal um mehr oder weniger viel Geld und dann überlegt man sich halt genau, wo man das Geld platziert. Und es sind nicht die sogenannten sicheren Wetten, die dich am Ende des Tages oder am Ende deiner Wettkarriere als erfolgreichen Wetter dastehen lassen, sondern eben die Value Bets, wo du halt eine gute Quote kriegst und dementsprechend viel für dein Geld kriegst. Und bei Gladbach gegen Köln kriegt man nicht besonders viel, wenn man auf die Gladbacher setzt. Auch hier eigentlich das Auswärtsteam mit Value. Und wir hatten letzte Woche ein glückliches Händchen mit den Kölnern. Aber man darf natürlich auch sagen, die Gladbacher mit 4 Spielen in Folge ohne Niederlage und 3 Siegen davon ist wieder ernstzunehmend über den Berg vielleicht schon. Ja, aber man muss sagen, es sind jetzt Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, eigentlich durch die Bank und deshalb kann man das noch nicht so sicher sagen, ob jetzt Gladbach wieder das Gladbach von vor 2 Jahren ist oder ob sie da weiter nach oben geht. Ich finde auch hier unentschieden bei formstarken Kölnern ist auf jeden Fall in der Luft und sollten wir uns notieren. Definitiv, weil die Kölner werden das Spiel nur ganz schwer verlieren. Gladbach braucht eine Spitzenleistung, um zu gewinnen, würde ich mal behaupten. Und die können sie
vielleicht an manchen Tagen wieder abrufen, aber hoffentlich nicht jetzt gegen Köln. Außerdem ist das ja so ein Derby und da will man ein torreiches Unentschieden 3:3. Bielefeld gegen Bayern hat auch schon mal ein 3:3 gegeben. Zufall oder habe ich es jetzt im Hinterkopf gehabt? Vor einem Jahr, letzte Saison, gab es ein 3:3 und im Hinspiel hat Bayern nur knapp 1:0 gewonnen. Gefühlt war Bielefeld aber da wesentlich stärker wie im Moment. Die haben ja die Seuche und ewig nicht gewonnen. Und wie sollen die jetzt gegen Bayern hier was reißen? Weil die Bayern vielleicht noch demotiviert vom Champions League aus sind oder lassen es die Bayern jetzt gerade raus? Bei dem Spiel sollten wir direkt weitergehen. Keine Ahnung. Bayern, wir haben ja eigentlich schon gedacht, dass es, oder ich zumindest, dass es gegen Augsburg die Rache vom Hinspiel gegen Villarreal gegeben hat. Aber hat es nicht gegeben. Und jetzt im Rückspiel waren sie ja wirklich 90 Minuten überlegen. Aber man hatte auch immer das Gefühl, dass ihnen die Ideen vorne ausgehen gegen starke verteidigende Spanier. Aber jetzt ist die Frage, Kopf in den Sand oder jetzt erst recht? Das Matthias Sammer hat danach, glaube ich, gesagt, nach dem Spiel, jetzt zeigt sich, ob es eine Mannschaft ist oder ob die Individual... Der soll sich mal selber um seine Dortmunder kümmern. Das ist nämlich eine Drecksmannschaft, die Dortmunder. Das sage ich jetzt aber mit Sympathie für Dortmund, weil ich eigentlich mehr von ihnen erwarte. Aber das weiß er ja, dass Dortmund eine Drecksmannschaft ist, deshalb macht er nebenbei... Ja, erstmal von der eigenen Haustüre kehren, Sammer. Der Motzki. Ich muss dich echt danach mal fragen, warum du heute in dem Video schon 3 verschiedene Sprachtöne angewendet hast. Was soll denn die? Ja, mal, vielleicht die 8 Bier gestern haben mir nicht so ganz gut getan. Aber gut, Hoffenheim gegen Fürth, da ist die Quote für die Hoffenheimer natürlich extrem niedrig und vergreif dich jetzt bitte nicht im Ton, weil der Herr Leitl ist wieder mal sehr angespannt. Der Herr Leitl wird es mir verzeihen, aber ich sehe Value in der Quote von Hoffenheim, also ernsthaft. Mhm. Aber auf eine 1,28er-Quote würde ich jetzt auch nicht setzen. Asian Handicap auf Hoffenheim, da müssen sie mit eigentlich 3 Toren Vorsprung gewinnen, damit diese Wette eigentlich auch Sinn macht, weil bei nur 2 Toren Vorsprung gewinnst du halt die Hälfte davon, das ist auch lächerlich. Das Fürth trifft, finde ich hier auch keine Option, aber genau deswegen wäre beide Treffen nein mit 2,15 eigentlich eine coole Sache. Also da wettet man jetzt nicht unbedingt so krass auf einen hohen Hoffenheim-Sieg, weil die Fürther ja auch ihre Kompetenz in der Verteidigung manchmal zeigen. Auf der anderen Seite, wie sollen die denn ein Tor schießen? Also eine 2,15 dafür finde ich schon sehr, sehr attraktiv. Ja, also ich würde persönlich hier auf Hoffenheim -2 gehen, um halt die Quote nach oben zu katapultieren und -1,75 macht eh keinen Sinn, bieten eh viele Wettanbieter nicht an, muss man auch dazu sagen, oder halt Hände weg, auf Fürth würde ich jetzt mit den letzten Wochen nicht mehr gehen, ich glaube, die haben ihre Hochphase hinter sich, werden auch keine Spiele mehr 5-6-0 verlieren, das glaube ich auch nicht, aber wenn ich hier eine Wette platzieren würde, dann Hoffenheim -2. Dann wären wir uns da nicht einig, wobei diese beide Treffen nein natürlich auch eine 2,15er-Quote hätte, wie deine Asian Handicap -2 auf Hoffenheim. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber 2 Spiele haben wir noch. 2 richtig gute, denn Union Berlin empfängt Eintracht Frankfurt. Und die Berliner sind zu Hause ja ziemlich stark, haben jetzt gerade die Berliner Stadtmeisterschaft für sich entschieden. Und wie? Mit 4:1 gegen Hertha. Und dann kommen die Frankfurter auch noch aus Barcelona angehoppelt, nach so einem wichtigen Europacup-Spiel, das sie vielleicht sogar ins Halbfinale bringt. Das wäre eine geile Sache. Aber ist natürlich ein Spiel, das Frankfurt in den Knochen stecken dürfte. Und deswegen absolutes Value aus meiner Sicht für Union. Frankfurt gehört ja sowas von in die Euroleague und ich habe echt die Sorge durch diese Doppelbelastung, ob es jetzt daran gelegen hat oder nicht, dass sie durch die vielen verschenkten Punkte in den letzten Wochen dann nächstes Jahr einfach nicht mehr dabei sind. Sie müssen dieses Spiel auf jeden Fall scoren oder besser gesagt punkten, weil sonst ist Union weg. Union ist ja jetzt schon, wenn du mal die Tabelle machst, 5 Punkte davor. Und wenn jetzt Union gewinnt, dann sind es 8 Punkte. Dann kannst du die eigentlich nicht mehr einholen. Von daher, glaube ich, muss Frankfurt unbedingt punkten, um wieder international spielen zu können. Ich glaube jetzt nicht, dass sie die Euroleague gewinnen. Aber unentschieden ist natürlich am wahrscheinlichsten, gerade bei Frankfurt, die Unentschieden-Könige der letzten Jahre und auch dieser Saison. Ja, aber ich sehe das Value einfach auf der Seite von Union und würde deswegen eigentlich
auf einen Union-Sieg gehen, aber ich kann das Unentschieden verstehen und da Asian Handicap 0 überhaupt keine gute Quote gibt mit diesen 1,58, ja, muss man eigentlich auf nichts gehen. Das ist dieser Kompromiss, weil ehrlich gesagt, stell dir mal vor, du sitzt da hier am Sonntagabend beim Osterschnaps und dann fragt jemand, kommt der Nachrichtensprecher und sagt, Union Berlin, Eintracht Frankfurt 1:1. Was anderes kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Und deswegen die Unentschiedenkönige Frankfurt mit 3,48 auf ein X. Und dann haben wir das Spitzenspiel an diesem Spieltag. Leipzig ist ja Vierter, ein Punkt hinter Leverkusen, die auf Platz 3 sind. Und Leipzig ist Favorit, weil sie einen Lauf haben. Und mit einem Sieg könnte Leipzig Leverkusen überholen. Tun sie das oder trennen auch die sich unentschieden? Unentschieden. Ja, alles klar. Dann haben wir auch hier mit 3,7 ein X. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir hier einigermaßen viele Spiele als X sehen. Die wahrscheinlichsten in meinen Augen, hier haben wir nicht alle, warte mal. Und unsere 2-4-X-Systemwette, da musst du 2X richtig haben, damit du schönen Gewinn machst. Wenn du sogar 3X richtig hast, dann lohnt sich's recht und bei allen vier dann klingelt die Kasse. Und diese vier Unentschieden haben wir uns jetzt rausgesucht. Augsburg gegen Hertha und Gladbach gegen Köln. Und am Sonntag hauen wir dann noch rein Leverkusen gegen Leipzig und Union Berlin gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und außerdem hatten wir noch den Tipp mit, die Einzeltipps, die lassen wir an diesem Spieltag. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Xe und dann bis zum nächsten Mal, Freunde der Sonne. Servus!